Hallo und willkommen beim Close-Up-Gym Simulator 2013. Ich bin der Wetze und ich heiße euch begrüßen. Ich begrüße euch herzlich bei einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Ja, und das ist der Gesichtserkennungsdödel und na, hier geht's auch wieder nur runter. Und ja, ich möchte gerne versuchen, wieder in die oberste Etage zu kommen, ohne dass man mich entdeckt. Wo war denn nochmal die Treppe hinten, ne? Denn ich möchte mich gerne da oben noch ein bisschen umgucken, wenn ich schon hier bin. Dann bitte richtig. So, in den Schleichmodus. Der wird mich nicht vorbeilassen. Definitiv. Oh. Oh nein, 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 ich bin gar nicht hier, ich bin gar nicht hier, ich bin gar nicht hier. Ich könnte auch mal einen Stealth-Boy benutzen. Aber meine Erfahrung. Hallo, Mrs. Millet. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Arbeitstag heute. Ja. Tschüss. Das Problem ist halt, dass ich glaube, wenn ich erkannt werde, habe ich ein Problem. Das geht nicht. Ich hatte, warte mal, was habe ich denn da für Zeitschriften? Ich habe gerade irgendwelche Zeitschriften die ganze Zeit eingesammelt. Ich glaube, die sind da Hilfsmittel, ne? Selbst ist der Mann. Shopping für Blablas. Stealth Boy, Stimpak. Patrioten und Kugelläufe fortgeschrittene. Sprengstoff. Großes Buch der Wissenschaft. Mach ich mal gleich beide rein. Dietrich und du, die Vertreterwoche. Der wahre Polizeialltag. Der modernisierte Arzt. Dance Electronic. Das sieht aus, als wäre das wieder Partylöwe. Naja, however. Schlossen schwer, komm ich nie dran. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Obwohl, wenn der andere mich schon entdeckt, ne? Obwohl ich im Schleichmodus war. Sollten die das nicht auch tun? Das ist so die große Frage an der Nummer. Alter, ich glitsch mich immer an den Türen fest. Ich will das nicht. Terminal, das mich da munter anleuchtet. Patrone. Karawanenschrotflinte interessiert mich nicht. Vorkriegsgeld interessiert mich auch nicht. Steht da nicht dieser Mr. Handy vor der Tür? Ist das nicht hier? Ah, gucken, komme ich hier rein? Schloss entriegeln. Okay, welches auch immer. Ich weiß jetzt nicht, welches. Ich weiß nicht, welches Schloss ich entriegelt habe. Aber wegen mir kann ich entriegeln, was ich will. Dann will ich auch gar nicht auf mich aufmerksam machen. Was bist du für ein Ding? Kenn ich aus Star Trek. Da ging es nicht runter. Er flitzt da erstmal durch die Gegend. Und hier ist ein Fahrstuhl. Was habe ich denn jetzt entriegelt?
Lieber Herr Gesangsverein. Der ist bei 100. Der bringt mir nichts. Da ist noch eine Tür. Ach, die Tür führt auch nach unten. Das ist die nach unten für Tür. Dann führe ich mich mal nach unten. Also ich weiß jetzt nicht, was ich hier entriegelt habe. Ja, Mrs. Millage-Gedönser. Da geht's auch nach unten. Schleichwege. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt... Wahrscheinlich die Tür da unten. Wahrscheinlich hätte ich mich ganz nach oben schleichen können, um nach unten zu kommen. Um den, den Dingens da zu kriegen. Sag mal schnell. Das Plasma-Gewehr. Aber das hat sich ja jetzt erledigt. So, das war Rapcon. War schön hier. Danke, dass ich zuschauen durfte, vorbeikommen durfte, etc. pp. Wie kann ich Ihnen dienen? Ja. Gut, das war's. Ich gehe mal hier raus. Und dann versuche ich mal, dass ich den nächsten Bruderschaftsfuzzi treffe, finde, was auch immer. Also zwei Holobänder habe ich schon. Das ist eine Ausbeute von Überlebenden. Momentan 3:1. Gar nicht so gut. Ich glaube, den dritten geht es auch nicht besser. Der befindet sich hier oben bei Nellys Airbase. Fields Hütte. Alter, der ist irgendwo im Bombardement, glaube ich. Erklärt, warum der abgekratzt ist. Ich hoffe, die schießen nicht auf mich. Hoffe ich stark. Das wäre nochmal der Hammer. Eigentlich wissen die ja, wer ich bin. Haben die mir eigentlich auch versprochen, dass sie nicht mehr auf mich schießen. Ansonsten werde ich gleich draufgegangen sein. Hier ist er ja schon. Sehr schön. Ich will es auch nicht weiter riskieren. Na, wenn die sich natürlich an solchen Ecken aufhalten, brauchen die sich natürlich auch nicht wundern, dass sie draufgehen. Also hier den Rumsan würde ich mich auch auf keine 2 Meter nähern, ohne irgendwie mich mit denen abgesichert zu haben. Naja. Ist aber ganz schön weit gekommen. Dafür, dass alles wie ein Puppes war. Das gehüllte Fels. Ah, cool. Wieder zu Hause, mein Freund und Kupferstecher. So, jetzt muss ich wieder hier durch, da rein. Also sehr schön, sehr schön. Ja, war das auch sehr erfolgreich. Beenden wir heute wieder eine relativ große Mission. Wo uns natürlich wieder massiv Zeit gelassen haben. Aber dafür ist dieses Spiel auch da. Bin ich hier richtig? Ja, ne? Bin ich richtig, ne? Hallo, bin ich richtig? Ja, ne? Ne, hier bin ich nicht richtig. Oh ja, die Knarre suchen. Knarre. Ist irgendwo eine Knarre? Frage ist letztendlich, wo ich die suchen muss. Muss ich in die Dinger hier reingucken oder muss ich... Oder mache ich mich doch... Liegt die irgendwo rum? Da liegt ein Red Operator, das würde ich ja gerne stehlen. Mache ich aber nicht. Anscheinend hat die Zerstörung der Einschienenbahn die RNK nicht allzu sehr gebremst.
Wie viele Soldaten haben die? Was ist rechts, links, rechts, rechts war das, ne? Genau, rechts war das. Hä? Was ist das? Ah, ein Waschraum, cool. Also, Pisspot. Quasi. Aber egal. So, lass mich rein. So, rechts war das, ne? Bist du ja, Opi. Ich hab was für dich. Ah, Sie sind zurück. Haben Sie die vermissten Patrouillen gefunden? Oder jo. Haben Sie etwas anderes auf dem Herzen? Ach, ja, hier sind die Holobänder. Dann sind Sie wohl alle tot. Yep. Ich bin nicht sehr überrascht. Wir haben wenige Freunde in der Oberwelt und viele Feinde. Aber wir müssen uns nun um andere Dinge kümmern. Als ich diese Patrouillen entsandte, schickte ich auch drei Ritter auf Erkundungsmission. Als die Patrouillen nicht zurückkamen, gingen wir vom Schlimmsten aus und befahlen den Kundschaftern, die Stellung zu halten und Funkstille zu wahren. Ich möchte, dass sie Kontakt mit den Kundschaftern aufnehmen und ihre Berichte sammeln. Wie die Patrouillen, lassen auch sie sich orten. Okay. Wenn sie sie finden, stellen sie sich als mein Vertreter vor und fragen sie, ob die Bären noch jagen. Dann sollten sie mit ihnen sprechen. Kehren Sie zurück, wenn Sie alle Berichte gesammelt haben. Okay, wenn die Bären doch jagen. Was jagen die Bären denn so? Na egal. Haben Sie schon Glück beim Finden der Kundschafter gehabt? Oder? Ich wollte mit ihm mal über was anderes sprechen. Ich kann etwas Zeit entbehren. Worüber möchten Sie denn sprechen? Das ist aber nett von dir. Was hat es mit diesem verrückten Sandsturm an der Oberfläche zu tun? Er ist das Verteidigungssystem der Basis. Er dient zur Tarnung und macht unser Betreten und Verlassen des Bunkers unsichtbar. Wir benutzen ihn, um unsere Patrouillen und Versorger zu verbergen, auch wenn wir sie zur Sicherheit nur nachts losschicken. Aha. Reden wir mal über die Abriegelung. Diese Maßnahme wurde nach der Niederlage bei Helios eingeführt. Die RNK war uns dicht auf den Fersen und eine zweite Schlacht wäre fatal gewesen. Es wurde entschieden, dass wir uns eine Weile bedeckt halten, die Verletzten behandeln und eine neue Strategie entwickeln. Nach der Erholung zeigten die ersten Erkundungen aber, dass die RNK ihre Präsenz in der Region in unserer Abwesenheit nur noch verstärkt hatte. Es gab 5-mal mehr RNK-Soldaten in der Gegend, als wir bekämpft hatten, und wir hatten nur halb so viele Leute wie bei Helios. Also wurde die Abriegelung ausgedehnt. Hinauszugehen hätte für uns alle den Tod bedeutet. Okay. Wie komme ich denn an Vorräte? Wir haben einige Leute, die an die Oberfläche dürfen. Sie ertauschen, was wir brauchen und lassen es dann in gewissen Abständen zur Abholung zurück. Um nicht entdeckt zu werden, sorgen wir dafür, dass der Sandsturm wütet, wenn wir den Bunker betreten oder verlassen. Sehr nett. Okay, dann mache ich mich auf den Weg. Tschüss. So, da sind wir auch mal schlauer geworden. Sehr schön, sehr schön. Und unser nächster Auftrag wartet, ob die Jungs noch leben. Eigentlich wollte ich ja dieses geile Gerät hier auf meinem Rücken losballern lassen. Aber, ich weiß nicht, ob ich dazu komme, denn ich würde es nämlich viel lieber verkaufen. Weil es ja schon einiges wert ist. Für wen machst du das? Bleib mir weg. Imaginäre Schüler. Bäh. Verrückt. Alle verrückt. Ist der Lehrling schon wieder? Ja? Kann ich irgendwie helfen? Aha. Ich versuche Torres zu helfen, eine fehlende Laserpistole zu finden. Haben Sie sie gesehen? Nein. Keine Ahnung. Tut mir leid. Zeit, bis später. Gehe. Was ist mit dir hier? Ja? Kann ich irgendwie... Mit dir habe ich doch schon gelesen. Gelesen, genau. Gesprochen. Lesen und später. Unser früherer ältester Elijah war so, weißt du was? Ja. Ja. Nee, du hast mir auch nichts zu erzählen. Essen von neuer Technologie. Das war auch der Grund, warum wir überhaupt bei Helios waren. Nix. Keine Pistole. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die offen rumliegt oder ob die irgendwo in irgendeinem Spind liegt. Ich hab echt keine Ahnung. Böses Terminal.
Ich versuche noch nebenbei die Pistole zu finden. Gehe deswegen ein bisschen hier unten rum. Ich hoffe, dass sie vielleicht irgendwo liegt. Aber das sieht fast gar nicht so aus, als ob die hier irgendwo liegt. Ich wette mit dir, dass sie hier in irgendwelchen Spinnen oder in irgendwelchen Kisten danach suchen muss. Erfordert Schlüssel. Wo ich die echt schon gerne hätte. Hallo. Was ist denn los? Voll auf Aggro oder was? Ey, er schießt immer, der hat eine Knarre. Hier waren wir doch. Hier war ich doch gerade schon. Ja, super. Bin ich auch noch im Kreis gelaufen. Ja, yeah, das macht Spaß. Oh, du bist auch nur ein Bruderschafts. Jetzt laufe ich schon wieder im Kreis, ne? Alter, ich geh kaputt. Ich geh mal da hinten lang. Hast du die Pistole? So, bin ich schon nicht, dann mache ich hier. Pow, pow. Bringt mir nur nichts. Bringt mir nur gar nichts. Ich die vielleicht hier hinten irgendwo? Sieht aus, was hier hinten hingeschleppt wurde und hingelegt wurde. Nö. Keine Pistole am Start. Haben Sie sie gefunden? Ich bin leider nicht fündig dann geworden. Haben wir nichts mehr zu. Ja, doch. Kannst unsere mal ein Patrouillen schleppen immer mehr Kram an. Schauen so. Sie ihn sich mal an. Maschinenpistole weg. Die weg. Die behalte ich noch. Behalte ich noch. Das Lasergewehr. Ich glaube, das behalte ich noch, ne? Thermallanze behalte ich auch. Das Teil. Das verkaufe ich. Geld, 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 Geld. Kaufe Repetierer. Das ist alles nichts, was ich benutzen würde. Tristar-Lasergewehr. Eine Mikrofon. Boah, das kostet aber auch dementsprechend, ey. Das muss ich mir mal merken. Also, Gedächtnis. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Bis Zeit, spät. Wäre nämlich der Hammer. Wenn dafür auch Ziel, Fernrohr und so weiter gibt. Das ist eigentlich schon fast die Voraussetzung dafür, dass ich auf voll auf Laserwaffen gehe. Ich brauche die Voraussetzung, dass das funktioniert, was ich da, also das, was ich sonst auch mache. Also dass ich quasi auch snipen kann damit. Mama, weißt du was über die Waffe? Oh, hallo. Kann ich Ihnen... Nee, weißt du nicht. Alles klar. In den Terminal kommen wir wahrscheinlich auch nicht ohne weiteres dran. Ey, wird eine Stuhle hin programmiert. So Mist. Naja, however. I'm going to searching the, Knights. The Knights of the Brotherhood. So, lalala. Und raus geht's. So, wo muss ich überall hin? Erstmal muss ich, glaube ich, die Quest aktualisieren. Oder habe ich das schon? Aufgaben. Dunkle Geschichte, ein Speer. Was haben wir denn da?
Ein Speer treffen bei Floor Hope, kenne ich nicht. Nipton ist mir bekannt und NK Justizvollzugsanstalt ist mir auch bekannt. Ist aber bei den Pulverbanditen, ne? Also, ja. Wir haben hier einmal bei den Pulverbanditen, wir haben hier einmal, oh, guck mal, da habe ich sogar einen Punkt. Eine versteckte Vorrats... Wie bin ich denn da dran gekommen? Ist ja lustig. Und, ja, ich glaube, ich werde das mal wieder mit ein paar... oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht, wie ich das verbinde. Ich muss es mal gucken. Da mache ich mir aber, glaube ich, in der nächsten Folge einen Kopf drum. Denn die Zeit ist schon wieder rum und... Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann suchen wir nach den Rittern. Bis dann. Tschüss.